Hier haben wir einen weiteren Teilgerippsknoten oder Stopperknoten. Er ist nach Ashleys Tochter benannt und heißt Phoebeknoten. Er wird eigentlich verwendet, um Perlen an einer Schnur zu trennen. Wenn man eine kleinere Schnur nimmt, dann würde das so aussehen. Das heißt, hier kommen die Perlen ran und die trennen dieser Knoten voneinander. Der Phoebe-Knoten. Zunächst legen wir in die Leine, die Schnur, ein Unterhandauge im Uhrzeigersinn machen daraus einen Überhandknoten, also Arbeitsende von oben durchstecken, Überhandknoten. Jetzt wird das Arbeitsende von hinten um die stehende Part geführt und durch das entstandene Auge gesteckt. Im Prinzip ein zweiter Überhandknoten. Zuziehen, ordnen. Der Phoebe-Knoten.